willkommen zurück zu einer neuen immigrantenreichen Folge. Freitag der 13. mit dem mexikanischen Backyard Bowler Kreis. Ich bin der obermexikanische, sandten sie mich den Burrito Bowler. Weil er jeden Burrito leer gelutscht hat. Ich habe damals jeden Burrito berührt. Ja, das stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, auf diesen Hinterhöfen. Das waren aber keine Burritos, ja? Wo du noch die scharfe Soße aus dem Schlauch genuckelt hast. Alter, er ist schon direkt hier. Ja, so ist das eben. Der hat dich gehört und hat gesagt, so, bei der Macht des Melex. Ich geh erstmal in den Schrank rein. Ich versteck mich im Schrank. Du musst überleben, Greis. Du musst überleben. Ich bin am Auto, ich bin am Auto. Ah, okay. Aber pass auf, es ist irgendwie so ein durchgeknallter Verrückter wieder, ne? Es ist kein gewöhnlicher Killer. Es gibt zwei Autos. Oh, da drüben ist der Harvest. Ich hol den Harvest. Greis, ein Mann, der hochkonzentriert ist. Scheiße. Duelliert sich mit dem Killer. Erinnert an den mexikanischen Abend 1993, wo er jede Burrito-Tasche leer genuckelt hat. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Hat er dich schon? Ja, klar. Aber du lebst, oder? Nein. Warte, ich hol dich jetzt zurück als Harvest. Moment. Oh, halte durch. Ich bin in einem Schrank irgendwie gestorben. Also ich harvesse dich. Er hat mich rein in den Schrank gepixelt, die Sau. Komm zurück, Greis. Komm zurück, als dein wahres alter Ego, Tommy. Ich bin gestorben. Komm schon, du alter Burrito-Lutscher. Weißt du, und hier der Asiate steht hier im Haus und sagt, naja. Lebe, alter, Kreis. Da tankt über die Viersitze. Au, oh, ich werde belebt. Ich hab's gewusst. Ich hab diese magischen Harvest-Kräfte. Wenn ich wohl lang genug am Nippel drehe, dann kommt er wieder. Warum muss man sich denn diese Sequenz immer anschauen? Naja, um eben dramatisch entgegenzuwirken. Weißt du, was, glaube ich, sogar geht? Wenn du als Killer weißt, wo der Harvest spawnt, kannst du dich schon hinstellen und ihn einfach umarmen. Weißt du, dann läuft er so gemütlich aus seinem Versteck raus, der kleine Tommy, und dann kannst du als Killer ihn direkt wegsnacken. Ja, aber ich glaube, der spawnt doch immer. Spawnt der nicht in diesen Camps immer irgendwo? Nee, der spawnt eigentlich immer an festen Punkten. Also er spawnt. Auf der einen Karte spawnt er am Friedhof. Bei der anderen irgendwie unten am See. Ich glaube, der hat schon so seine festen Punkte, seine festen Spawn-Points. Hier redet irgendjemand. Irgendwelche Codes. Irgendwer hat ein Funkgerät gefunden. Ist das nicht der Typ, der Lost Code? Ich weiß nicht, ob das der Lost Code ist. Das ist der Lost Code. Hey, there's nothing here. Er hat mir gerade gesagt, da ist gar nichts drin. Ich soll jetzt raus. Er hat gesagt, ich sag dir die Zukunft voraus. Da ist nichts drin. Der Viersitzer wurde betankt, ne? Das habe ich gerade live gesehen. Und Batterie. Echt, ist Batterie auch drin im Viersitzer? Ich glaube, ich hau jetzt ab. Hat jemand die Tube? Ihr seid doch da im Auto gerade am Kämpfen, oder nicht? Weiß nicht, ich bin ja nicht beim Auto. Ach so, ich sehe am Auto gerade einen Jason irgendwie in weiter Ferne. Ich glaube, hier drüben ist der Zweisitzer, oder? Ja, das hier ist der Zweisitzer. Hat denn jemand irgendwie einen Schlüssel oder sowas? Ich habe keine Ahnung. War denn jemand schon da unten am Mechanikercamp? Ich weiß, wo das Sicherungshaus ist. Ich bin nämlich mittendrin. Wo ist das denn? Das Wort Birch Ridge quasi. Links von, also wenn du es gerade liest, das Wort Birch Ridge, jetzt? Das Haus links neben Birch Ridge. Ich bin jetzt hier mit so einem verrückten Asiaten in Springwater. Okay, hat jemand die Tube? Hat jemand die Tube? Weiß ich nicht. Hello! Tinola! Oh Gott, jetzt reden die hier auf einmal irgendwie asiatisch. Der hat eben gesagt, Hazo, Kinola. Was ist Kinola? Kinola. 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 Oh. Ach, das sind Crackers. Das sind Kinolas. Okay. Kinola. Knaller. Ach so. Kinola. Ist ein bisschen mit Akzent, ne? Knoller, ja, du. Ja. Es ist ein Knoller. Ich bin beim alten Tisch, beim alten, da kann ich jetzt überleben Tisch. Ey, der teleportiert sich schon wieder zu mir, der so lumpig. Der hasst dich, ne? Der hasst mich so heftig, das gibt's doch nicht. Lass mich zufrieden. Mich in Ruhe. Überlebe, du hast eine Shotgun.
Alter, ich habe hier noch nichts gefunden. Auch nicht irgendein Messerchen oder ein Quinola. Weißt du, nichts. Ich habe Quinolas, habe ich gefunden. Ey, der kommt doch schon wieder. Ich kann nichts tun. Der wird also nicht. Bei mir dreht die Musik durch. Jetzt habe ich eine Karte gefunden. Hammer. Oh. Lebe, Kreis. Quinola. Nutze die Macht deiner Quinolas. Komm schon. Ich glaube an dich. Alter, der hat gar keine Maske mehr auf. Oh, ich glaube, die wollen ihn richten, oder? Richte ihn, Kreis. Richte ihn. Ich habe keine Machete. Da sind Zwillinge, chinesische Zwillinge. Der Chinamann und der Typ mit dem Timecode sind im Haus versteckt. Geh doch zu denen. Was will er denn von mir? Hast du noch deine Shotgun? Ja, aber jetzt habe ich keine Ausdauer mehr und... Oh mein Gott. Ich habe deine Leiche gefunden. Ich habe Kreis 1 gefunden. Oh, Quinola. Ey, wieso hat er keine Maske mehr? Aber du bist noch am Leben. Ja, aber nicht mehr lange. Und die anderen versuchen dich nicht irgendwie zu retten? Nee, die sind abgehauen. Wie, jetzt mit dem Auto? Oh, er ist hinterher. Nice, ich pack mir den Topf. Nee, also sie sind weggelaufen. Nicht komplett gelieft, so abgehauen, aber halt... Er hat zwei getötet, die anderen sind raus. Aber hier muss es doch irgendwo die Schlüssel geben. Ich habe jetzt nur ein Deo, mehr habe ich nicht. Ein Deo und eine Axt. Schlüssel wären halt geil, ne? Oder, die Tube wäre halt geil. Ja, aber... Wo soll die sein? Tja. Jemand hat mal geschrieben in den Kommentaren, wenn Leute mit irgendwas rausgehen, ja, also mit einem Schlüssel oder mit einer Tube, dann wird das angeblich am Strand wieder spawnen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ob das aber stimmt, weiß ich nicht. Soll ich mal den Strand entlang so ein bisschen schlendern? So ein Strandspaziergang? Vielleicht ist da unten irgendwas und jemand langt mir an die Quinolas. An die Quinolas. Da stirbt ja, doch jemand, oder? Ich habe eine Batterie gefunden. Ich habe ein Walkie-Talkie. Aber ist es jetzt notwendig, dass wir die mitnehmen, die Batterie? Hoffnung. Hoffnung. Da hat der Car. Hoffnung. Wie, jemand startet das Auto? Nein, das ist die Mission, Start the Car. Wie, du hast eine Mission? Steht da wirklich eine Mission? Steht da wirklich eine Mission? Wieso hast du eine Mission? Wieso hast du jetzt eine Mission? Einen höheren Sinn oder wie oder was? Oder wir machen es halt auf die gute alte Holzfällerart. So lange überleben, bis er aufgibt. Die gute alte Holzfällerart. Oh, hier liegen überall Flareguns. Wie sagt man so schön? Den Stamm an die Scheide fassen. Ja, ja. Ich würd gerne die Machete behalten. Einfach dann, um ihn aufzuschlitzen. Das geht aber auch mit einer Axt, ne? Und ich habe eine Axt. Und ich könnte auch meine Axt droppen. Machete, Axt, geht beides. Aber niemand hat den Pullover wahrscheinlich bisher, oder? Siehst du Leute mit Pullovern rumlaufen? Nö. Allgemein sehe ich niemanden. Ich bin in so einer Gegend, wo irgendwie niemand ist. Und schon wieder ein Walkie-Talkie. Es gibt's doch nicht. Was hier drüben drin? Nichts. Nichts. Also, wir brauchen Tier. Ich hab die Sicherung. Oh, ja, die Sicherung. Lecco mio. Papa regelt. Ich weiß, wo das Haus ist. Der Papa. Der greift dir an die Sicherung. Der Papa. Der Wawa? Bist du da am Auto da oben? Ja, ich bin an dem Auto. Ist doch nicht weit weg, ne? Ja, genau. Ich seh's. Genau, du läufst. Gehst du aber auch dahin? Weil dann könntest du callen. Weil du hast doch den Caller-Perk. Ja, aber den habe ich doch nicht mit. Alter, Harvest, oder? Nur noch wir beide. Oh, und er ist bei mir. Sniping. Den hast du auch mit Harvest, soweit ich weiß. Hat er dich gesniped? Ja. Bist du tot? Also, entweder ich lenke ihn jetzt ab hier. Lenk ihn noch ein bisschen, ich habe schon repariert. Mach noch ein bisschen den Lenkfielder. Vielleicht kannst du es dann schaffen. Ja, du schaffst es auch, oder? Du hast doch deine Shotgun. Die ist doch schon weg. Wie jetzt? Ich hab doch schon geschossen, vor Minuten hat er mich schon fast geraped. Camp Crystal Lake. Oh, jetzt komm runter geraped. Zu mir. Komm schon, tackel dich los! Nein, geht nicht. So tackel! Ich weiß nicht, bei manchen geht es so schnell. Tackle Baron! Jetzt weißt du auch, wo ich bin. Er ist noch in der Kill-Animation. Noch kannst du weglaufen. Aber wohin aber? Wohin? Ich glaube, er teleportiert sich direkt weg. Er teleportiert sich direkt zu dir. Und sagt: Hey, my friend! Wohin soll ich gehen? Er macht den Teleportfehler und teleportiert sich zum Blitz, weißt du? Nee, er ist direkt bei mir. Alter! Aber auch direkt vor der Tür, ne? So, es ist ja...
Das war ja richtig gesniped. Boah! What? Ich konnte nicht mal zuhauen! What the fuck? Ich konnte gar nichts machen. Alter, wie schnell gehen denn bei dem die Animationen durch? Ja! War bei mir auch zack. Weil er im Rage-Modus ist, glaube ich. Vielleicht hat er sich absichtlich die Maske runterschälen lassen. Was, denkst du echt? Ja. Oh, da lick ich. Alter, wie krass war das denn? Da lebt doch noch einer. Zack, ja, aber guck doch mal, wie präzise. Ey, das kann doch nicht sein. Auch wie schnell der durch die Tür da gedappt ist. Oder die beiden sind wieder Freunde. Guck mal, er kann doch jetzt nicht... Die war doch völlig woanders, die Person. Alter, es steckt im Auge. Interessiert ihn null. What the fuck? Weil ich konnte ihn auch nicht schlagen. Der hat so schnell mir zwei mitgegeben und mich dann gecrappt. Ja. Ich glaube, die haben gesniped. Oder der ist ein kleiner Cheaterini. Weil, Alter, das steckt da im Auge und er war nicht im Combat-Mode. Warum sollte er denn da rumstehen und in die Gegend gucken und so langsam? Ja, weil er sich gedacht hat, ich weiß nicht. Nee, das sind Friends. Okay, jetzt ist irgendwie... Das sind Friends, sonst hätte er schon längst gegrapscht und so. Tja. Die waren Kumpels und es sollte jetzt am Ende dann ganz schlecht nicht auffallen. Wir werden es nie herausfinden. Oh doch. Das müssen die Leute jetzt in den Kommentaren enträtseln. Waren es Friendos oder Fremdos? Oder Friendnos? Friendnos? Freundschaftsnase? Freundschaftsnase? Wir haben unsere Nasen berührt, wir sind Freunde. Ui. Alter, der eine ist geliebt und hat er jeden geholt. Gnadenlos, ne? Jeden hat er zack, boom, zack, boom. Oder russischer Cheater, das kann natürlich auch sein. Ja, aber so krass, wie der da durchgemäht ist. Der hat ja auch die Flair im Auge gehabt und war nicht im Combat-Mode. Ja. Weil im Combat-Mode macht er die Arme hoch. Die Tussi stand ja im Endeffekt im Nichts, weit entfernt von der Stelle, wo er dich gerade gekillt hat. Ja, aber guck mal, der ist aber noch drin. Die Tussi ist noch drin und der Dude ist raus. Vielleicht waren es doch keine Friends. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er gesagt... Ich glaube, der hat einfach präzise hacken können. Weißt du, er konnte einfach präzise alles sehen. Das kann natürlich auch sein. Gibt's solche Weil der Hacks? Hat ja wirklich... Also oh, angeblich gibt es sowas. Joseph Smith war ein Prophet. Dum, 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 dum. Er spielte mit uns Freitag. Dum, 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 dum. Jason war er auch einmal. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Das war jetzt aber Weihnachten, oder? Ich weiß, ich hätte irgendwie Lust drauf. Ach, der Eierkopf, da ist er wieder. Um die Kugel zu fangen für Don Greis, den Führer. Ah, der Eierkopf, der Captain. Ah ja, ne, ist gut, dass du immer jemanden hast, der dich warnt. Jetzt nicht Greis, jetzt links abbiegen. Gut so, Achtung, ich bin's, Eierkopf, dein Sonar. Mein Snitch-Partner. Ja, es ist echt krass, dass es so ein Snitcher-Spiel geworden ist. Es gibt auch nur noch einen, der auf Ehrenmann-Basis spielt, das ist der gute Kies. Snitchboy und Hackerbube sind unterwegs und machen moralisch verwerfliche Dinge in Videospielen. Sehen Sie hier, wie sie bei Freitag der 13. Kennst du noch von Freakazoid hier diesen Fatman und Bubble Belly Bube oder wie der hier hieß, Alter? Fatman und Belly Boy? Ja, irgendwie so. Bubble Belly Boy? Bubble Belly Boy. Und immer, dann sind sie hinter, oh nein, das sind Fatman und Dings. Und dann, ne, Fatman, haben sie dann immer, und dann haben sie versucht, die Leute zu fangen. Ich kann nicht mehr. Und legen sich erstmal so auf den Boden, ich lege mich hier hin, ich kann nicht mehr. Oh, der Rast ist ja weich. Ja, ja. Ich ruhe mich aus. Belly Bube, hol du ihn dir. Ja, danke, dass du mir geholfen hast. Oh, ich brauche unbedingt Mayonnaise. Hat jemand ein Glas Mayonnaise? Fat Man und Bubble Belly Bube. Warum passiert hier eigentlich nichts? Keine Ahnung, Bubble Belly Boy. Bube ist auch so ein witziges Wort, ne? Bube. Der kleine Bube. Der kleine Bube. Bube ist doch bestimmt ein Jiddle-Wort. Jiddle, meinst du? Bubele. Der kleine Bubele hat einen Matzeknödel. Ah, der kleine Bubele, hey, nimm da noch einen Matzeknödel und dann kriegst du noch ein bisschen was von Mamas Haus genommen und macht den Baba Ganoush. Baba Ganoush? Alter, so ein Wort. Baba Ganoush. Bibele Bubele. Baba Ganoush. Ja, die Juden haben das Flowix überhaupt, ne? Die sind super Flowix. Ja, also Hebräisch. Was redet ihr?
kleine Bubele. Ich glaube, ich muss mir mal so einen richtig guten jüdischen Rapper suchen, weißt du? Er hat's bestimmt voll drauf. Joseph J. MC Goldstein. MC Goldstein. Rosenbaum. MC DJ, Rosenbaum. DJ Rosenbaum und MC Goldstein. Tick, 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 tick. Die goldenen Jays. Gehe ich jetzt in die Falle? Ich habe irgendwie Angst. Wieso in die Falle gehen? Weil ich hier so Experimente mache. Fallenexperiment. Ach, ich lasse es lieber. Beim letzten Mal ging es total schlecht nach hinten los. Oh, ich habe ein Messerchen gefunden. Der Balzbart-Bube. Ich habe einen Walkie-Talkie gefunden. Jetzt kann ich balzen, ey, über Funk. Ja, ist doch toll. Balzfunk. Damals in Summercamps ging es doch nur ums Balzen. Ja, eigentlich schon, ne, oder? Geht's bestimmt heute auch noch. Klar, natürlich. Na, obwohl, die Kids von heute sind irgendwie so introvertiert. Was nee, Balzen es gibt aber angeht. Immer noch Balz-Kids da draußen. Ja, aber heute reden alle... Ja, vielleicht Amerika, ja. Aber in Deutschland reden immer alle ums übers Balzen, aber irgendwie wird nie gebalzt. Alle tun immer so, oh, heute gehe ich hart balzen. Aber dann, oh, ich habe lieber auf mein Smartphone geguckt. Ich habe da eine WhatsApp bekommen und in Clash gab es auch noch so ein XP-Wochenende. Ich konnte nicht balzen. Ist hier unten nicht immer sonst so ein Kartenständer irgendwo? Ronny hat mir 800 Gems gegeben, ich musste Truhen balzen. So sehen die Kids von heute. Ich glaube echt, wenn einer sagen würde, hey, du kannst 4600 Gems kriegen oder mit der heißen Blondine da drüben rumbalzen. Ich glaube, die meisten würden die Gems nehmen. Das ist doch echt traurig, oder? Ja, Blondinen interessiert mich eigentlich nicht so. Wenn ich das google, habe ich tausende Blondinen. Ich habe eine 4er KD. Weißt du so? Ich spiele schon ganz ohne Hacks jetzt mittlerweile. Ich bin langsam richtig gut. Oh nein, da ist er! Ach, ich habe gerade die Batterie eingebaut. Schon wieder tot? Und Eierkopf wollte tanken. Eierkopf ist gestorben. Aber du bist noch am Leben. Guck mal, Eierkopf spielt jetzt auch einen Biker. Aber es gibt einen Harvest, der wurde gecalled. Call the Harvest. Harvest. Oh, ich hab die Sicherung. Düdel. Dudatsch. Braschinski. Alter, Braschinski, wir brauchen einen Schlüssel. Aber ich hab doch die Sicherung. Ich hol uns hier alle raus. Wo ist das Sicherungshaus? Ich weiß nicht. Kreisel. Kannst du dir nicht sagen, Bruder. Vielleicht da wieder bei, Bitch Rich. Ich bin gerade bei Birch Rich. Und dann guck mal, ich geh zur Werkstatt nochmal hin. Also ich sehe jetzt hier gerade nichts Rotes in der Ferne blinken. Der Kasten! Der Kasten! Das klang aber jetzt irgendwie ein bisschen... Weißt du, die letzten Worte eines sterbenden alten Mannes. Der ja, Kasten. Sicher, der Kasten, du steckst doch nein. Spuck doch erstmal drauf, Mädchen. Ich bin jetzt hier im tiefsten Birch Ridge angekommen. Und wie ist es da so? Kastenreich? Kastenreich, ich sehe es aber nichts hier. Ich sehe keinen Kasten. Also die Werkstatt ist clean. Oh, da ist Jason schon wieder. Der will dich, ne? Irgendwie heute. Hättest du dir mal deine Hoden nicht mit Marmelade eingerieben? Ich hab dich gewarnt. Ich hab gesagt, das zieht Bienen und Jason an. Alter, wir brauchen nur noch Sprit. Ja, aber haben wir einen Schlüssel? Wir brauchen nur noch Sprit. Hast du einen Schlüssel? Nein. Ja, aber das Boot, da ist der Propeller drin. Aha, er hat also Auge gemacht auf Boot. Ich weiß, wo ein Benzinkanister liegt. Lass mich aber mit Augen. Ja, such das Sicherungshaus, dann können wir alle abhauen. Ey, das Car... Oh nein, jetzt wurde das Car betankt, aber schon. Ich glaube, die gehen rein. Wie jetzt, die gehen rein? Aber ich habe die Sicherung. Ich glaube, die machen Auge auf Auto. Tja, dann bin ich aber jetzt auch weg. Auto is going on. Na toll, und mich nehmen sie nicht mit. Oh, die holen die da vorne. Hey, ist guys. Er da? Ist er da? Schlag ihn! Schlag ihn! Armadillo! Ich höre irgendwas. Ist es Retro Jason? Das ist Retro Jason. Sie hupen! Wir brauchen irgendwie eine Waffe, um... Holt mich!
Ob die Shotgun so lange reicht? Alter, wir haben keine Ausdauer. Ja, keine Ausdauer. Das Auto ist zu fast. Das Auto ist zu fast. And furious. Komm, wir suchen uns das Sicherungshaus. Aber wo? Armadillo Bro. Keine Ahnung, muss doch irgendwo hier sein. Ich muss erstmal Ausdauer generieren, ich habe nichts mehr. Der Füller ist leer, sage ich dir. Der Füller ist leer gespritzelt. Truck Driver, having fun with travel pussies. Ja. Ja, schöne Thermoskanne voll mit Jagd, das ihr macht, ne? Schön rein schnippeln, du Zwiebelditsch. Zwiebelditsch. What the fuck, die driven ja immer noch hier umher. Truck Driver. Vor, zurück, das alte Lied. Vor, zurück, das alte Lied. So macht man's mit dem alten Glied. Da vorne könnte es sein. Ist doch auch immer so ein Sicherungshaus. Ich geh mal. Die driven immer noch. Nee. Driver Seat. Okay. Benzin wäre auch ganz geil, wenn wir noch Benzin finden. Die kommen jetzt hier mir entgegen. Guck mal hier. Da sind sie. Also der eine Typ hat Benzin. Wer? Ja, hier. Armadillo. Toll. Sind die voll? Nee, da ist noch ein Platz frei. Ja, aber wo bringt Armadillo denn das Benzin hin? No! Lasst mich rein! Ich will mitfahren. Ey, du hast die Sicherung, du Lummel. Ja, die droppe ich. Ich komme aber nicht mit. Alter! Hier. Aber der kam bestimmt von da, weil er... Ich gehe hier drauf! No! Oh, die Shotgun ging auch noch daneben. Er hat mich gekillt. Oh nein. Ich hätte keine Ausdauer mehr. Und er hat nicht gecrappt. Your dead body. Oh nein, ey. Nee. Wer hatte das Benzin? Wo ist das hin? Hat der Blondschopf. Eieiei, das ist wieder so eine ganz traurige Runde. Wurde nicht Tommy gecallt? Ich bin Tommy! Die Sicherung liegt da, wo das Auto gerade ist. Oh, ich starte direkt beim Auto. Jetzt erschrecke ich mich erstmal vor zerstückelten Buddies. Wartet auf mich! Da liegt irgendwo die Sicherung. Ich habe mein Messerchen. Aber wo ist die Sicherung? Oh nein! Schlag ihn! Ich kann nicht. Jawohl. Ist da noch Platz für mich? Natürlich nicht. Ah, ich hab ihn erwischt. Go. Ich werde jetzt hier verrecken, oder wie? Ich hab ihn erwischt. Er will euch auch gar nicht. Yo, haut ab. Oh, ist ein geiler Schlag gewesen. Verdammt, irgendjemand hat die Sicherung genommen. Irgendjemand hat die Sicherung mitgenommen. Geil, Leute. Richtig geil. Ey, ich hab nichts angerührt. Ich glaube, die Tussi hat die. Kann sein. Bist du entkommen? Ja, klar. Wie lange geht die Runde noch? 10 Minuten 35. Alter, schaff ich never. Ist deine zweite Schrotflinte auch schon weg? Habe ich eben gerade verwendet, weil ich hier unten jetzt bei euch war. Scheiße, die Sicherung ist weg. Hätte ich mich doch lieber aufs Sicherungshaus konzentriert, anstatt auf dieses Kackauto. Du musst Benzin finden. Ja, und dann alleine mit dem Boot ist unmöglich. Wieso ist das unmöglich? Weil er mich sofort runterzieht. Alter, wie das durchging. Ich habe keine Waffe. Bist? Oh nein. Ich habe keine Waffe. Da liegt ein Rohr. Respect the pipe.
Du musst Respect the Pipe rufen. Na! Oh. Oh! Fuck you, Jason! Oh, ich bin verkrüppelt. Wie schnell ich verkrüppelt bin. Ich hab halt keinen Ledernacken-Perk, so wie du. Tja, Ledernacken-Perk ist nice, ey. Springwater, vielleicht noch ein Deo? Was meinst du? Hm. Auf dem Friedhof ist immer ein Deo. Gestorben für die Kids. Hier gibt's keinen Friedhof, glaube ich. Naja, gestorben für die Kids. Ich hab Jason angehalten, wir sind ins Auto und losgefahren. Viel hast du jetzt eigentlich nicht gemacht, ne? Ah, Mann, das ist so einer, der nie crappt, ne? Ich hatte zwei Messer, zwei. Ja, aber er crappt nicht. Crappen macht niemand mehr. Nee, macht auch niemand mehr. Weil alle Schiss haben wegen Messern. Ja, weil schlagen besser ist. Komm, jetzt noch eine Revanche-Runde. Also, ich will's wissen, ey. Ich will's wissen. Ach ja, es ist natürlich, wenn man so skillig ist und immer auf der Lauer liegt und die richtigen Momente abpasst, so wie ich, weißt du, das ist natürlich meine Stärke. Na gut, dafür bin ich in der ersten Runde nach 2 Sekunden gestorben. Ich bin heute immer erbärmlich gestorben und habe anderen damit das Leben gerettet. Joseph Smith war Jason, kein Wunder. Der war ein Prophet. Er war ein Prophet, ey. Was hat er denn so prophezeit? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, dass die Marmeladenseite immer auf den Boden fällt. Naja, es ist aber mir schon mal anders passiert. Also ich habe Gegenstudien, die das beweisen. Hier, the classic Sloth. Sloth. Sloth, Schokolade. Er spielt sogar hier, ne? Wenn die Maske unten ist, sieht er slothig aus. Aber hieß der nicht Sloth? Ich weiß nicht, also TH würde man ja dann Sloth aussprechen. Sloth. Sloth? Ich weiß nicht, wie uns so geschrieben wurde. Ich weiß gar nicht, wie der geschrieben wurde. The Classic Sloth. Sloth. Four. Die Amis sagen ja nicht Tor, sondern Four. Four. Muss ich reinschauen, wie der geschrieben wurde. Keine Ahnung. Googeln wir's. Wusstest du, dass Darkwing Duck jetzt wiederbelebt werden soll in Entenhausen? Soll er als Real-Life-Verfilmung kommen? Kommt also, das alles, heißt, ne? Faultier. Weißt du, wer Aladdin spielt? Keine Ahnung. Will Smith. Echt jetzt? Ja, ich glaube verarsch mich doch nicht. Ja, ich meine schon, ja. Ich meine Will Smith. Warum sollte Will Smith denn Aladdin sein? Das gibt doch gar keinen Sinn. Aladdin war ein junger Mann. Warte mal. Und Will Smith ist Ende seiner 40er, oder nicht? Das würde keinen Sinn ergeben. Old Aladdin, oder was soll das sein? Steht das Studio Disney's Aladdin. Warte, ich muss hier gerade. Der spielt Genie und nicht Aladdin. Ach, spielt er den Djinn? Ja, okay. Weil es würde keinen Sinn ergeben. Alter, ich meine, was ist das für ein alter Aladdin? Ich meine, wie alt war Aladdin? 17? 16? Weiß 18 ich höchstens? Old Aladdin. Doch total Old Aladdin. Das ist old der neue Porn oder was? Old Aladdin. Old Aladdin. Aladdin. Der Old Aladdin. Aus mir fällt alles raus. Und die Wundeschlampe. Und die Wundeschlampe? Die Wunderschlampe, die hat alles gemacht. Die Wundeschlampe oder die Wunderschlampe, weißt du? Hier kann man beides nehmen. Mann, die wurde richtig wund gerieben. Old Galadin. Und das Wunderroppeleisen. Eine Schmandwolke. Ey, this is not a prank. Ich hab Tommy Raves gerufen. Ja und? Bringt ja nichts. Er hat gesagt, wieso bringt das nichts? Natürlich bringt das was. Ja, nichts fürs große Ziel. Wir haben immerhin hier den japanischen Gott als Gegner. Jabanji? Jabanji, genau. Jabanji? Jabanji. Jumanji? Alter, hier drüben ist ja der Kartenständer. Da ständer ich aber mal einen weg. Hast du Sprit? Wir könnten das Boot nehmen. Nee. Ich geh jetzt ins Camp nach oben. Ins super coole Evergreen Camp. Evergreen Camp. Such uns mal Benzin, Freundchen. Hast du denn Propellor? Ja. Ich hab einen dicken Propeller am Start, aber der bringt mir halt nichts. Und der Benzino.
ohne Benzino. Oder ich suche mir hier einen neuen Freund, wenn der Benzin hat. Aber ich finde auch, dass der Gin irgendwie auch zu Will Smith kein bisschen passt, ne? So irgendwie. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie sie das vorhaben. Aber so, ey, aber wir brauchen einen schwarzen. Ja, lass uns den Gin schwarz machen. Oder wie hat das funktioniert? Ich hab die Sicherung. Ich hab die Tube. Echt? Ja. Ey, komm zu mir, hier ist Benzin. Wir können abbauen. Ja, aber ich hab die Sicherung. Hast du schon... Wo bist denn du? Hier ist noch ein anderer Typ, wenn der das Benzin findet und sieht, dass ich die Schraube habe. Ja, aber wo bist denn du? Versteck die Schraube doch in deinem Ärmel. Blair's Cove bin ich. Oh, ich glaube, ich höre Jason. Oh, Blair's Cove ist ja ewig weit weg. Kann ich voll vergessen. Soll ich mal zu Jason runterfunken? They try to fix the boat. Das wäre echt ganz schön gemein. Das Snitchen ist halt immer so eine Taktik, die du natürlich häufiger wählst, ne? Nee, ich mach das nie. Ich kann snitchen. Also ich habe jetzt hier einen Freund mit einem Benzinkanister gefunden. Viel Spaß. Ja, toll, geil, schön. Ja, ich Jason, doch, den they tried to fix the boat. Ja, siehst du, da snitcht er wieder. Ich hab nie gesnitcht. Ja, jetzt gleich ist Jason zufällig dann hier, ne? Er kann die schnell tanken, die Tussi? Ich glaube, das ist. Weiß nicht, irgendeiner hat da gerade ziemlich hart No geschrien. Also, da hast du deine Antwort. Warum ruft er einfach No? Das klassische Faultier ist raus. Das klassische Faultier ist raus. So, Freunde, jetzt nur noch hoffen. Alter, der entkommt in jeder Folge, der Kreis. Nur noch hoffen. Alter, es ist nur geradeaus. Ich muss nur geradeaus fahren. Und da ist er weg. Und komm, lässt schon seinen besten Buddy komm wieder schon zurück. Die letzten Meter. 10 Meter. Ah, oh, und dann wieder lässt mal er seinen besten Freund wieder mal du zurück. Du wolltest nicht. Ich hab dir 6 Mal gesagt, komm hier ich runter. Ich hab gesagt, ich bin super weit weg. Oh, und jetzt bin ich auch noch... Oh nein. No. Ja, verdient. Verdient. Und hast auch selbst gerufen. Das ist die Ironie an der Geschichte. Egal, aber ich bin entkommen. So. Jetzt ja, kann zählt ich mich er jetzt nicht als, mehr. Als Geist des Chaves. Naja, offiziell zählt das schon. Nee, offiziell nur die Points sind die Wahrheit. Offiziell zählt das schon. Und jetzt bin ich hier offiziell der Chaves im Team und kann mich quasi opfern, um die anderen Ja, auf einmal retten. Hast du diesen Opfer-Spirit. Ja, das ist Opfer-Spirit, ne? Wenn man die Möglichkeit hat. Wo sind die hier? Sicherung und so. Hast du noch nicht gefunden? Nö. Ich auch nicht. Jetzt bin ich hier gegen Heaven. Wahrscheinlich beim großen Haus. Ja, da oben. Beim Summer Camp. Bei der Lodge. Theo. Wir fahren nach Was Lodge. Machen denn die anderen? Eierkopf ist ja schon wieder tot. Der Eierkopf, der opfert sich. Ja, hier ist das Tube-Haus. Hab's gefunden. Das Gelbe bei der großen. Heaven. Ja. Ich bin unterwegs. Deck meinen Rücken, ja? Ich soll deinen Rücken legen? Ah ne, das ist... Oh, stopp, das ist nicht die Sicherung. Sicher jetzt? Ja, ist ein kaputter Stromkasten. Dann reparier ihn. Hab ich. Ah, scheiße. Ja, dann Ferne. Muss es ja auf der anderen Seite sein. Ich hab halt einen rot blitzenden Dings gesehen. Ja, dann muss es hier... Oh. Und hinten dran ist auch Nickis? Nickis, also ich hab Nickis gesehen. Und ihr kommt von da, dann muss es ja drüben sein. Naja, ich hab da auch Nickes gesehen. Aber da drüben, kann es da überhaupt sein? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung, soll ich rübergehen und gucken? Also willst du dich jetzt opfern? Für die Gemeinde, ich schwimme jetzt rüber. Ich trau mich. Mann, Schwimmerli. Hab keine Ausdauer mehr. Nein, hier kann man nicht hoch. Es wird schon ganz schwummrig. What the fuck? Eben gerade wurde es wirklich so schwummrig, als wäre ich gleich ertrunken. Die Wandergruppe 018 wandert durch den Wald. Die Wanderbuben, sie sind cool. Keiner von uns hier ist schwul. Links, rechts, steck ihn rein. Männlich 87, ist das, so ich heb ist mein Bein.
Ne, hier ist auch kein Tube-Haus. Scheiße, wo könnte es dann sein? Tja, die kleine Wandergruppe. Oh. Hä? Hast du es gerade gehört? Ja, es ist auch left direkt irgendwie. Das war aber so ein harter Röchler. Lars ist left, Rice, Mr. Rice's face is left. Wir haben nur noch Joseph Smith. Mr. Rice Knusperli ist auch raus? Ja. Darf man da hier drüben ist das Harveshaus. Ja, das Harveshaus, hier bin ich quasi gestartet und dann auch erfolgreich entkommen. Dude, er ist bei uns. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht, lass uns Haus gehen und riegeln. Haus gehen und riegeln. Ne, ich regge hier gerade. Raggle. Ich wollte rüber über die Brücke dann. Feels like Reagan. Ronald Reagan. Reagan. Ronald Reagan. La 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 la. La 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 la. Wir sollten zusammenbleiben. Aber ich gehe doch über die Brücke. Ich will doch auch bröckeln. Das Haus ist die Mission. Aber wo ist es? Finde das Haus. Warte auf mich, Tommy. Ich muss du bist schneller. Okay, dann hier feels rechts lang. Like Reagan. Bestimmt ist es ganz oben links. Ronald Reagan. Im Higgins Camp. Jason da sind weiß, wo das Haus ist. Not oh, er ist direkt oh, bei dir. Hallo, Jason. I go. Boah, nein, ich hab doch die Sicherung. Was? Alter, was hat der denn für Supergummiarme? Also nein, ich hab doch die Sicherung. Töte mich nicht. Ist ja krass. Ich konnte ihm nicht ausweichen. Er hatte super krasse Gummiarme. Das ist Jasons Spezialfähigkeit. Du hast wohl nicht alle Teile gesehen. Danke, dass du mich aber so zurück. Ja, ey, was soll ich machen? Du hast doch eine Shotgun. Da liegt jetzt die Tube. Er hat dich doch gegrabt und dann war Feierabend. Da hätte ich dich auch nicht mehr rausschießen können. Ja, aber du hättest ihn... Dann hättest du wieder geheult. Nee, du man darf nicht schießen, wenn einer dran hängt, dann stirb ich doch. Nein, du hättest schon davor schießen müssen, als er kam. Hättest gleich, zack, ins Ohr. Scheiße, ey. Ich ja, aber jetzt bringt dir das Tube-Haus doch eh nix. Weil die Tube ist doch... Ja, aber ich weiß ja, wo die Tube ist, on the bridge. Weil Jason ist doch einfach zu stark. Er hat mich gesehen, er wird sich ran teleportieren, er wird Gummiarme machen und dann bin ich down, dann bin ich weg. Er ist ja auch der koreanische Gott. Der koreanische Gottarm Jason. Nee, ist kein Koreaner, ist wahrscheinlich ein Chinese. Die Zeichen sehen chinesisch aus, auch nicht japanisch. Ich würde sagen, es ist chinesisch. Ach, was sagst du? Aber dich lässt er irgendwie in Ruhe, weil du, das merkt man halt, er hat so eine neue Taktik. So vorm Spiel hat er gemeint, ja, heute werde ich garantiert nicht sterben. Ich so, wieso denn, Greis? Naja, ich habe mich heute mit alten Sportsocken, in denen ich Fisch gelagert habe, eingerieben. Und wenn Jason das riecht, geht er sofort weg und denkt sich, ah, ich nehme erstmal jemanden, der weniger stinkt. Die guten alten Fischsockentechniken. Guck mal, der eine steht auch wieder nur rum, der Joseph Smith, ne? Der steht nur rum und guckt in ein Haus rein. Wo ist er denn hin, der Joseph Smith? Was, warum kommt er nicht mit? No. Achtung! Oh, boah, Sniper! Gummiarm, Alter, Gummiarm Deluxe! Ey, das gibt's doch nicht! Wieso snipert die so heftig? Wieso geht das? Wo hat er mich denn jetzt gesehen? Gummiarm Deluxe hat er gemacht. Weil das, war ja auch das ist aber doch eigentlich nicht tödlich. Wenn man mal so drüber nachdenkt, klar, es tut höllisch weh und man verblutet vielleicht, aber erstmal ist man ja noch am Leben. Ja, ja? Ich glaube schon. Also das Bein ausreißen, jetzt einzeln... Könnte man, glaube ich, easy. Es ist ja nicht mal ausgerissen, es ist abgebrochen. Da war ein gebrochenes Bein. Ja, ja, toll. Hättest du geschossen, hätten wir beide die Karawane des Glückes machen können. Na klar. Dann hätten wir wieder im Haus tanzen müssen mit den tanzfreudigen Männertänzern. Ja, aber immerhin hätten wir zusammen getanzt. Getangertanzt. Joseph Smith, gefällt dein Beitrag. Hat er eben gerade wirklich das gemacht? So, ja, geil. Thumbs up. Joseph Smith sagt nice. Joseph Smith sagt, gefällt mir. Ach ja. Ja, und jetzt? Joseph Smith. Den kann er nicht sehen, oder wie? Den kann er nicht sehen. Und wenn er kommt, kann er direkt in sein Fenster springen? Und dann tanzt er hier ums Sofa, ne? Und dann wird er wahrscheinlich... Den guten Dreisitzer. Ja, den guten Dreisitzer-Sofa-Tanz wird er machen. Three guys, one couch. Den kann er echt nicht sehen, wenn er hier so geduckt ist? Ich weiß es nicht, ob er ihn sehen kann oder nicht. Aber er macht halt keine Geräusche. Und wenn er jetzt das Super-Tarn-Perk noch hat oder so, weiß ich ja nicht, dann ist er vielleicht relativ unsichtbar. Denkst du, er hat einen Super-Tarn-Perk? Ach, der hat alles. Ey, guck dir den an. Joseph Smith, er ist der Prophet.
Da sehe ich die Sicherung. Wenn er die Sicherung doch nur nehmen würde, der alte Joseph. Tja, was meinst du? Können wir hier eigentlich jetzt beenden, oder? Ja, ne? Ich meine, wir alle kennen das Ende. Er sitzt hier... Ja, also eigentlich könnten wir jetzt dann auch hier direkt Schluss machen. Dann brauche ich nicht so viel rumschnippeln hinterher, was? Ja, wie du halt nur deine glorreichen Momente reinschnippelst. Ja, ja, eben, genau, weißt du? Dann kann ich meinen Sieg reinschnippeln und Party und feiern und meinen nackten, dicken Bauch in die Facecam schwingeln und dann... Ja, du hast aber gar keine Facecam. Klar, ich habe eine Facecam, siehst du nicht an. Passiert was. Aber ich habe sie mir ins Gesicht gehängt. Er hat noch eine Flair. Hast du eine Bellycam? Eine Bellycam, ja. Die Bauchcam, die Nabelkamera. Hä, was war denn das eben gerade für ein komischer... Hä? Crapper. Hä? Hä, was macht er denn jetzt? Was machen die? Warum ist er bei uns immer so super krass und bei anderen stellt sich an wie der erste Jason? Er hat dasselbe Problem wie ich beim letzten Mal. Dass im Combat-Mode kann man nicht crappen. Kann man nicht crappen und dann stehst du erstmal doof da, wenn so ein Joseph Smith vor dir herklettert. Oh. Alter, was hat ihr für eine Reichweite, ne? Ja. Ja, du willst durchs Fenster? Hier, geh durchs Fenster. Oh, zeig dir mal ein Fenster und mach da wieder dieses Beinchenspiel. Ja, ja. Itzy Bitsy Spider. Guck, das ist nur abgebrochen. Aber der ist sofort Herzstillstand. Sofort Yoga. Gut, das war mal wieder so eine von diesen Folgen, wo Kreis sein fieses, egoistisches Gesicht gezeigt hat. Naja, eigentlich Kies sein Skill und Glück zusammen. Patriotisches Begönnungsgesicht gezeigt hat. Wir sehen uns in der nächsten gönnerhaften Folge wieder. Gönnt uns mal ein Like, macht kein Auge und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wiedersehen!